Hey ho, hier ist Bienes Bastelbude. Ratet mal, was man basteln kann aus 4 Papierkugeln, einem Stück Holz und Zahnstochern. Na, was kann das sein? Papierkugel, Holz, Zahnstocher? Richtig, ein Auto. Und als erstes bohre ich hier mit meinem Akkuschrauber ein paar Löcher ins Holz. Ja, ganz schön schwer das Ding. Und los! Da kriegt man voll die Wackelpuddingarme. Jetzt noch ein Loch hier. Das passt. Jetzt einfach eine Kugel auf einen Zahnstocher stecken. So. Dann den Zahnstocher durch das gebohrte Loch. Ja. Und auf der anderen Seite die zweite Kugel drauf. Flupp. So, Reifen montiert. Das gleiche jetzt einfach auf der Hinterseite wiederholen. Durch das Loch. Kugel drauf. Alle Reifen montiert. Fertig. Schaut mal, das ist doch richtig schön geworden. Toll geformt. Alles aus Naturmaterialien. Und das Beste, es fährt ganz ohne Benzin. Richtig umweltfreundlich. Fertig machen zur Testfahrt. Auf die Plätze. Fertig. Los. Rollt richtig gut. Tschüss.